W-I-N-S-I-D-E. Komm, Freddy, Brust bauen. Deutsche Memes. Deutsche Memes. Allmann Memes. Ihr habt es eventuell auf Twitter bereits mitbekommen. Mein Grind war da auch meiner Meinung nach gar nicht so verkehrt, Leute. Es gab ein neues Meme, was quasi komplett Twitter-Deutschland und Teile von Reddit sogar erschüttert hat. Es geht hier um das sogenannte Jero-Meme. Wo kommt das Jero-Meme her? Ich habe mal ein bisschen Nachforschung betrieben und habe gemerkt, dass sich dieses Meme wohl aus der Hip-Hop-Community entwickelt hat, meine Freunde. Eine Community, die extrem, extrem spicy Memes immer am Start hat, die nicht immer ganz vertretbar sind, aber auf jeden Fall immer zum und ordentlich einladen, meine Freunde. Ich habe natürlich vorher mit Jero besprochen darüber, ob ich dieses Video überhaupt machen darf, denn erstmal könnte ich ja seine Bildrechte verletzen und zweitens ist er genauso ein Allmann wie ich, der direkt abmahnen würde und drittens, meine Freunde, ganz entscheidend, möchte ich hier nicht irgendwelche komischen Mobbing-Sachen unterstützen, sondern will erstmal klären, ob das für denjenigen, der da gememt worden ist, wahrscheinlich sogar gegen seinen Willen, überhaupt in Ordnung ist. Hier nochmal ein kleiner Screenshot von unserer süßen Instagram-Konversation und ich glaube, das ist auf jeden Fall Beweis genug, dass ich jetzt sämtliche Rechte an diesem verdammten Meme-Video habe. Natürlich werde ich hier auch keinen Namen zensieren. Jeder Meme-Ersteller wird hier natürlich gecredited. Ich werde es nur nicht schaffen, jeden einzelnen zu erstellen, weil ich de facto einfach zu faul dafür bin. Feiere ich auf jeden Fall, dass dieses Meme entstanden ist, meine Freunde. Generell der Ursprung des Ganzen, wie gesagt, aus der Hip-Hop-Community. Leute haben Jeros Bild auf Instagram gesehen und ihn scheinbar zum allergrößten Allmann der Weltgeschichte erklärt. Das Wort Allmann kommt ebenso aus dem Hip-Hop-Jargon bzw. aus der Straßensprache, wenn man das so sagen darf. Und bedeutet übersetzt nichts anderes als Turbodeutscher oder sowas wie der deutscheste Deutsche, was es überhaupt in Deutschland gibt, wenn man das so sagen kann. Ich fühle mich so dumm, dass ich euch das erklären müsste. Ihr wisst ja, was ein Allmann ist, Mann. Eine Sache, die mich dabei besonders gestört hat, meine Freunde. Ich habe von Tag 1 versucht, dieses Meme zu werden. Meiner Meinung nach bin ich der größte Allmann. Ich weiß nicht, ob es irgendwen anders gibt. Ich habe sehr viele Leute, die mir das bereits bestätigt haben, meine Freunde. Aber Jero ist es einfach aus Zufall geworden, so wie Memes nun mal entstehen. Man kann ein Meme nun mal nicht forcieren, meine Freunde. Wir werden uns jetzt gemeinsam diese Memes anschauen. Ich habe hier ein paar Sachen runtergeladen, beziehungsweise Thomas, der nette Boy, hat mir ein paar Dinge herausgesucht und ich habe natürlich schon eine Menge gesehen, aber auch eine Menge noch nicht gesehen und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Beginnen wir mit dem ersten. Pringles hat zum Beispiel geschrieben, wenn jemand die letzten Chips aus deiner Dose genommen hat, da ist das betroffene Bild, meine Freunde. Und wenn sogar schon große Firmen in Deutschland darauf anspringen, ja, dann ist das Meme auf jeden Fall oben am Überkochen. Auf jeden Fall extrem geil. Vor allen Dingen freue ich mich darüber, dass wir es geschafft haben, in Deutschland mal ein Meme zu etablieren, was allumfassend Dauerpräsenz zeigt und auch gar nicht so verkehrt ist, weil es einfach so random und lustig ist, dass es eigentlich ein extrem gutes Meme ist. 2 out of 2 Meme-Bewertung. Ich bin nicht PewDiePie. Machen wir weiter mit dem nächsten Bild, meine Freunde. Hier ist ein Bild von Julian Jero, der schreibt einen Tweet von ihm. Will jemand mit mir um die Welt reisen? Und jetzt kommen ein paar dazu passende Bilder, glaube ich. Hier sehen wir einmal Jero in Paris, wie er das Leben genießt. Hier sehen wir einmal Jero auf seiner persönlichen Lieblingsattraktion in China, der chinesischen Mauer. Hier sehen wir Jero einmal bei den Pyramiden in Ägypten, in Kairo. Und hier sehen wir Jero, der sich verfünffacht hat. Extrem geil. Also ich muss noch mal ganz kurz sagen, lieber Julian, dass du dieses Bild hochgeladen hast, ist, glaube ich, ein tatsächlicher Segen für die deutsche Meme-Kultur. Deutsche Memes sind meistens iFunny-Bilder oder extrem lustig Bilder oder Bilder von diesen komischen, seltsamen Hasen, die mit so einer Stimme "Ich wünsche dir eine frohe Weihnacht." Das ist irgendwie bis jetzt deutsche Meme-Kultur. Aber Leute, so wie wir deutschen Allmanns nun mal sind, wir entwickeln uns und wir entwickeln uns stetig. Gut, die anderen Länder sind vielleicht 300, 400 Jahre voraus, aber wir kommen. Wir kommen, okay? Ja, das ist das von Brotwurst. Das habe ich bereits auch schon retweetet. Extrem feierbar. Ich weiß nicht genau, was Alex da gemacht hat. Gerade dieses ganz Kleine finde ich extrem gut. Nice. So viel Aufwand für nichts, Mann. Dieser Moment, wenn man realisiert, dass morgen Wochenende ist. Komplett relatable. Dann stehe ich auch erstmal so da. Also ich weiß halt nicht genau, Julia, was hast du dir über diese Pose gedacht? Das Geile ist halt seine Headline, Thinking About You, extrem deeper Post, geht extrem nah, extremer Allmann-Moment auf jeden Fall. Und ich fühle, Bruder, ich fühle, ich würde am liebsten auch noch solche Bilder hochladen. Dieser Moment, wenn du deine Brotdose zu Hause vergessen hast. Man kennt es, meine Freunde, das sind so Momente, die auf jeden Fall jedem deutschen Allmann-Kind schon mal passiert sind. Ebenso wie dieser Moment, wenn du ein Formular ausfüllst, da steht dein Name und dein Vornamen, dann schreibst du in das Feld Vorname entdeckst. Ja, moin, passiert mir jedes Mal. Der Jero-Memes-Account auf jeden Fall spicy unterwegs an dieser Stelle. Dieser Moment, wenn du dachtest, dein Handy wird über Nacht aufgeladen, aber nicht angesteckt war. Okay, okay, okay. Ich fühle, ich fühle. Dieser Moment, wenn du unter der Bettdecke richtig heftig pupst und dann seine Fußdecke weg, wird sich dabei im Kopf, wenn du die ganze Ladung ins Gesicht bekommst. Ja, moin. Okay, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Dieser Moment, wenn du...
So, Moment, wenn du in den Spiegel schaust und dich fragst, wieso du so bist. Ja, vielleicht kommt es ganz nah. Das könnte so dieser Blick sein. Dieser fragende Blick. Warum bin ich eigentlich so? Das hier ist sehr, sehr almanisiert. Ich glaube, ich fange gerade an, das Wort Alman zu konjugieren. Almanisiert. Dieser Moment, wenn du nach Hause kommst und deine Mutter direkt rumschreit, kennt man bereits aus den USA oder auf englischer Sprache. Nicht so nice, nicht so nice. Jero, wenn du auf Twitter gehst. Ja, moin, Alter. Jetpack am Start, Digga. Was geht auf jeden Fall? Bei Jero läuft gerade richtig steil. Ich finde es einfach nur extrem geil, dass er auf jeden Fall sagt, ey, mich juckt's überhaupt nicht. Ich finde es cool, dass es das gibt. Auf jeden Fall stabil. Ich würde es auf jeden Fall extrem feiern. Wenn dann der ganze Timeline mit dem Jero-Meme voll ist und du einfach nur zuschaust. Es ist so relatable, es sind so viele Situationen, die genau auf diese Mimik passen, dieses... Was ist... Wieso dieses Foto, Mann? Wo kommt es her? Ja, hier nochmal in großer Auflösung auf jeden Fall für euch zu sehen. Passt auf jeden Fall. Wie gesagt, hier, da muss man auf jeden Fall nochmal sagen, dass doch dieser leicht verschmitzte Blick, den darf man nicht ignorieren. Extrem sweet auf jeden Fall. Extrem süßer Boy. Natürlich ist auch Jeros Kanal in der Beschreibung verlinkt, meine Freunde, damit ihr ihn mal dazu auschecken könnt. Geister, Geister, Jero. Jetzt kommen die SpongeBob-Memes, Alter. Was geht denn ab, Junge? Es ist so dermaßen random einfach. Ja, hier sehen wir Jero, wie er an den Cheops-Pyramiden steht mit seinem Kamel. Mit einer Jacke. Man's not hot an der Stelle dann. Hier sehen wir Jero auf der Brooklyn Bridge. Ja. Hier sehen wir Jero, wie er in London steht und in die Ferne guckt und sich einfach nur denkt, goddamn, ist London eine wunderschöne Stadt. Hier sehen wir Jero am Taj Mahal, wie er in das Springbrunnenwasser guckt und sich denkt, Mensch, Indien ist eine verdammt schöne geografische Land. Du wolltest Stadt sagen. Halt die Fresse. Wenn du der coolste Monkey auf dem Feld bist. Ja, moin, das H&M-Meme am Start, Digga. Cooles Monkey in the Jungle auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall feiern, finde ich cool. Jetzt kommen wir zum Besten, meine Freunde. Und zwar zu den Instagram-Kommentaren. Denn neben den Memes haben eine Menge Leute unter Jeros Instagram-Profil, beziehungsweise unter dem Bild direkt kommentiert, was sie über dieses Bild denken und wie dieses Bild zu relaten ist. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Wenn dir auffällt, dass du noch gerne einen Kassenzettel gehabt hättest... Das sind diese deutschen Situationen, so wenn man sich so denkt, ah, eigentlich könnte ich jetzt, um noch ein bisschen, also Übersicht zu wahren, was ich jeden Monat so ausgebe, mir einen Kassenzettel geben lassen. Passt auf jeden Fall extrem gut, kann man auf jeden Fall machen. Wenn du laut vor deinen Freunden furzen wolltest, aber dir eingekackt hast, ja moin, du dir aber eingekackt hast. Oh Mann, Alter, Junge, ja, ich weiß nicht, ob dieser Gesichtsausdruck dann so unbedingt so passend ist, aber ja, ich meine, Man kennt das, oder? Kennt ihr es nicht? Nein? Mir ist schon öfters passiert. Almanien. Bitte ein Kebab mit Lammfleisch, mit milder Soße, aber viel Salat und keine Zwiebeln und keine Karotten. Digga, das ist das Deutscheste, was man sich vorstellen kann, Alter. Beim Kebabgrill, beim Dönergrill auf jeden Fall. So würde ich auf jeden Fall als Urdeutscher meinen Döner definitiv bestellen. Wahrscheinlich würde ich ihn sogar noch vegetarisch bestellen. Das toppt das Ganze dann nochmal. Wenn du mit deiner Mutter an der Kasse stehst und sie noch was holen musst. Kennt ihr das, wenn eure Mutter noch im Laden sagt, oh fuck, ich muss noch ganz schnell was holen. Sie rennt hinten 20.000 Kilometer in den nächsten Laden am besten rein, direkt in eine andere Stadt, zum anderen Rewe, keine Ahnung, wo ihr einkaufen seid. Und holt dann ganz hinten noch eine Packung Salz und ihr steht so in der Kasse, habt natürlich kein Geld dabei und so, okay, hoffentlich muss ich nicht zahlen, bevor meine Mutter wieder zurück ist. Ja, extrem unangenehm auf jeden Fall, fühle ich die Situation. Wenn du deine Eltern beim Sex erwischst, was? Als ob ich dann so in das, so... Bleib doch nicht da stehen und guck zu, Alter, was ist los? Wenn du die Seife in der Gruppe... Junge, Alter. Ja, moin. Wenn du den Bus verpasst hast und jetzt eine halbe Stunde auf den neuen Bus warten musst. Man kennt's. Ich stehe auch immer genauso an der Bushaltestelle. Ja, stimmt nicht, ich wurde früher mal zusammengeschlagen an der Bushaltestelle. Ja, Kinder, das ist auf jeden Fall das Jero-Meme. Ich bin ein bisschen zornig darüber, dass ich es nicht geworden bin, aber ich denke mal, die Revi-Memes, die sind ja auch extrem lustig und allgegenwärtig und Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Extrem geiles Video. Danke nochmal an Jero für die Einverständniserklärung. Ja, Leute, wir bewegen uns gut voran in Deutschland. Es geht voran mit den Memes, ja? Vielleicht schaffen wir es sogar, irgendwann ein Meme so international zu bringen, dass alle sagen, Leute, Deutschland, das ist die nächste Meme-Economy. Da sind Leute, die verstehen das Internet, verstehen Jugendkultur und verstehen Memes. Das ist mein Traum. Vielleicht gründe ich irgendwann eine Meme-Partei, wer weiß. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von diesem wunderschönen Video. Schaut auf jeden Fall bei Jero vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ich dab mich jetzt aller 2014 hier aus dem Bild, meine Freunde. Macht das gut. Und ja, auf jeden Fall feierbar. Ich finde es cool, dass es so entstanden ist. Und wie gesagt, ja, das war's von diesem Video. Macht's gut, haut rein. Tschüss.